Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Projekt, zu einer Projektreihe, zu einer Reihe, zu einem Minecraft Let's Play. Sekunde, ich muss mal eben den Ton ein bisschen leiser machen. Ja, wie ihr seht, ich spawn irgendwie immer in der Savanne. Es ist jetzt der zweite Anlauf und ich bin schon wieder in der Savanne gespawnt. Aber hier will ich ungern bleiben, ungern mein Lager aufschlagen, weil das ist mir irgendwie, was ist das denn? Ist mir irgendwie ein bisschen zu trist hier. Und wir spielen übrigens in der 1.16, also in der aktuellen Version, mit jede Menge neuem Nether-Zeug, was ich selber auch noch gar nicht kenne. Ich glaube, das hier ist so eine Art überirdisches Portal. Ja, cool, das nehmen wir doch direkt mal mit. Ja, ich glaube, das gehört zum Nether-Update. Das sind irgendwie so überirdische Portale, die spawnen, aber ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was man damit machen kann. Und ich würde sagen, ich fäll erstmal einen Baum jetzt und sammle ein bisschen. So. Und dann gehen wir mal zu einer Location. Ich habe nämlich schon ein kleines bisschen geschummelt und mir den Seed angeschaut und eine Location rausgesucht, wo ich mein Lager aufschlagen möchte. Und da werden wir jetzt gleich mal hingehen. Wenn wir hier ein bisschen Holz mitgenommen haben. Eine gefährliche Reise quer durchs Land antreten und mal schauen, wo es das hinführt. Also ich weiß, wo es hinführt, aber ihr noch nicht. So. Gucken, ob noch ein paar Setzlinge rauskommen. Nicht, okay. Ist das auch mal geändert worden? Weil ich weiß noch früher, da konnte man auf jeden Fall, indem man das Laub abbaut, konnte man halt auch Setzlinge daraus bekommen. Aber das war anscheinend jetzt nicht der Fall. Oder ich hatte einfach nur Pech. Natürlich auch sein. Und da sehe ich doch schon ein. Oder? Nein, das sind Sticks. Naja, auch okay. Dann werde ich später mal. Oh, ist auch interessant hier. Werde ich später mal schauen, ob irgendwo noch Setzlinge finden werden. Eier nehme ich auch mal mit. Ich hoffe, da kommt dann gleich auch ein Huhn raus. Da liegt noch eins. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Wo muss ich denn hin? Da, nein. Nein. In die Richtung. Na toll. Natürlich die letzte von vier Möglichkeiten.
Und hier ist, oh, hier ist sogar Eisen schon. Das werde ich ja mal gleich mitnehmen. Zacke. Oh, benutze ich mal dieses Menü hier. So, ich brauche noch einen. Ups. So. Und dann nehmen wir mal das Eisen hier mit. Das ist auch eine Höhle. Soll ich direkt in die Höhle gehen? Da noch mehr Andesit ist ja auch noch. Für eine riesige Eisenader hier. Ich bin reich. So, Eisen, Eisen, Eisen. Ja, oh, das ist Kohle. Da wird er wieder gierig. Wie komme ich denn hier wieder raus? Entschuldigung. Bitte friss mich nicht. An mir ist doch gar nichts dran. Na. So. Hallo. Wo geht's denn hier lang? Entschuldigung. Ja, vielleicht sollte ich mich auch mal als erstes um was zu essen kümmern. Sekunde. So. Ich mal eben eine Hacke. Sollte vielleicht auch nicht rennen, wenn ich schon nichts zu essen habe. Das ist vielleicht keine gute Idee. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Und es wird wieder Nacht. Warum ist es immer Nacht? Ist es bei euch auch so? Nicht irgendwie immer Nacht. Da werden wir gerade auch noch schöne bauen. Da kommt die Nacht. Man hat ein Problem. Erst recht, wenn man schon so angeknackst ist, wie ich gerade. Ah, da kommt ein Skelett. Das ist noch, und ein Creeper, na toll. Das, ich glaube, das war es dann auch erstmal für uns. Da sind noch mehr Skelette. Ah. Da geht's gar nicht. Da war der Creeper. Das hat ja mal wieder toll funktioniert. Okay, das war knapp.
natürlich auch keine Fackeln, das heißt, es ist jetzt ziemlich dunkel hier für euch. Ich sehe noch was, ich hoffe, ihr seht auch noch was. Aber, Sekunde, hier war doch Kohle, oder? Da ist zum Beispiel Kohle und ich habe Sticks, dann kann ich mal schnell Fackeln machen. Dann seht ihr auch was. Ich weiß nämlich nicht, wie dunkel das gleich bei YouTube wird. Gleich nachher. So. Ich bin ein bisschen nervös gerade, wenn ich hier so in der Wand stehe und dann könnte es ja sein, dass irgendjemand von hinten mich wegsprengt. So, hier geht's raus, glaube ich, ne? Ja. Ja, gut, anscheinend warten wir noch ein bisschen damit, wo ich eigentlich hingehen wollte. Wir machen jetzt erstmal eine Höhlentour. Sammeln ein bisschen Kohle. Das Ende sieht toter aus hier. Ich gehe erstmal hier lang. Hey, hier geht's wieder zurück. Oh, ist das schön. Ach, hier geht's wieder hoch. Okay. Erstmal ein bisschen Kohle aus der Wand reißen. Dann geht's hier lang. Hier geht's anscheinend auch wieder. Das habe ich mal nicht gesehen jetzt. Ich glaube, für so eine große Schlucht sind wir noch nicht gut genug ausgerüstet. Das werde ich mir nicht antun. Level 5. Ja, wir machen richtig Progress heute. Wahnsinn. So, Kohle. Dann geht's hier weiter. Ist noch mehr Kohle. Ich nehme das einfach mal mit, sicherheitshalber. Ich sag immer, besser haben als brauchen. So, Kohle. So. Hallo. Hey, der droppt sogar eine Kartoffel. Entschuldigung. Bitte gehen Sie weg. Ich kaufe nichts. Er wird wenigstens was droppen können. Mann. Also langsam habe ich Angst. Ach, guck mal. Schlimmer als der Horrorfilm, den ich in Halloween geguckt habe, ey. Ja. Aua. Ah. Oh, jetzt. Ja, 64 Kohle. Ich glaube, das nehmen wir erstmal mit.
Und dann werde ich erstmal wieder raus. Ah, draußen ist auch dunkel. Naja, ist ja alles andere als ideal gerade. Na toll. So. Geht das damit auch? Nee, ne? Oder doch? Geht sogar. Dauert nur 1000 Jahre. Ich fühle mich schon wieder so beobachtet hier, wenn man so mit dem Rücken zum offenen Raum steht. So, ich setze ein bisschen Kohle noch und dann gehe ich mal draußen schauen, ob der Weizen sich schon. Also fertig wird er auf keinen Fall sein, aber vielleicht hat sich da ja ein bisschen was getan. Dann es wird Tag. Ja, die erste Nacht überlebt. Oh, das ist ein Enderman. Da ist ein Zombie. Oh, das ist ein Skelett. Ah, ich gehe nochmal zurück. Bis es wirklich Tag ist und die alle verbrannt sind. Geh weg! In einem früheren Leben hieß ich mal John Schnee. Ich kann also mit dem Schwert definitiv umgehen. Noch einer. Und Erfahrung mit Untoten und Zombies habe ich auch. Also legt euch nicht mit mir an. Ich habe schon Level 8 Minecraft-Gürtel. Klaue ich mir mal direkt den pelzigen Anzug dieses Schafes, damit wir in der nächsten Nacht auch mal ein Nickerchen halten können. Hallo, darf ich mal? Schnipp, danke. Ich wollte mal eigentlich ein bisschen. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, brenne, brenne. Du auch, komm in die Sonne. Ich wollte mir nämlich ein bisschen Knochen holen für Knochenmehl, damit wir mal was zu essen bekommen. Ja. Ah! Ah! Nein, tu's nicht! Au. Ja, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Und wir fangen in der zweiten Folge einfach hier an, wo wir die erste auch angefangen haben. Also, bis dann. Tschüss.